Hi Leute und willkommen zurück zu Riders of Icarus. Wie ihr seht, hat sich ein wenig was getan seit der letzten Aufnahme, die noch am 31. Dezember war. Jetzt haben wir den 1. Januar 2017 und ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Und es gab natürlich jetzt wieder ein neues Daily Login Event. Wo ich hier jetzt auch schon meine 30 Minuten drin war. Einfach nur AFK rumgestanden habe. Und man hat diesen Wolkenhorn wieder bekommen. Was ein Zufall. In der letzten Folge habe ich noch gesagt, ich bräuchte vielleicht mal ein neues Pet. Hier ist es. Und naja, es ist nicht schlecht. Also, es erhöht den physischen Angriff, die Gesundheit und den magischen Angriff. Als Tank hätte ich natürlich gern, dass sie die Verteidigung erhöht. Und die DEDs hätten natürlich gern, dass die Crit-Rate erhöht wird, aber man kann nicht alles haben und das ist eigentlich ein recht guter Durchschnitt. Und ja, ich werde das jetzt erstmal ein bisschen mit mir rumtragen. Ich weiß noch nicht, welches Max-Level das haben kann. Das habe ich mir auf der Website noch nicht angeguckt. Ich habe mich auch umgezogen. Ich habe jetzt die Weihnachtsklamotten wieder ausgezogen. Ich hoffe, dass jetzt vielleicht irgendwie nochmal irgendwas in den Shop kommt, was halt mehr zu dem Wüstengebiet passt oder so. Aber solange behalte ich ihn halt mein Lieblingsbikini hier an. Was ist noch passiert? Genau. Was ich noch nicht gezeigt habe, war eine Errungenschaft. Und zwar diese hier. 10-mal scheitern. Geheiligtes festliches Rentier zu bändigen. Das heißt, ich habe 10-mal versaut, dieses olle Rentier zu bändigen und habe dafür ein Rentier kostenlos bekommen. Heißt, ich habe jetzt insgesamt 3 Stück. Heißt, ich kann mich 3-mal heilen. Sehr schön. Und davon wird auf jeden Fall auch eins zu einem Pet werden und die 2 anderen werde ich dann wahrscheinlich in die neue Stufe 50 Rüstung dann einsetzen. Erstmal. Okay, und jetzt schauen wir uns weiter mal den Tempel an. Ich kann jetzt den Weg des Pilgers rein. Irgendwie sowas stand doch, ne? Ja, also das heißt, da wir hinten zurück. Okay, die Musik hört auf, wenn wir den Raum verlassen. Ich dachte, ich müsste jetzt anfangen rumzuschreien, damit man mich hört. Okay, Schafi, du musst wieder weg. Diese Tür sollte jetzt aufbleiben, wenn ich mich der nähere. Ja, danke. Okay, Schafi, darf es wieder rauskommen. Okay, von den Skelettviechen müssen wir so 8 insgesamt machen. Halt, stopp. Was ist hier los? Die stehen nicht auf meiner Liste. Nee.
kommen jetzt direkt da zum Altar hin. Und da muss ich mich jetzt erst durchschlagen. Ich hab's gewusst. So, wie viel Erfahrung gibt ihr? 2442. Ganz wenig Silber. Okay, halt so ein bisschen zum Farmen. Na. Ey, die sehen aus wie... Hallo? Das ist eine Punkrock-Band, Alter, so wie die aussehen. Okay, droppen irgendwas Gutes werden die bestimmt nicht. Kommen wir hier durch? Wir müssen wirklich einmal rumlaufen. Verstecken, sowas kann ich dann leiden. Okay. Der hat doch nicht eben ein Schafi getötet. Okay. Nicht Schafi, aber mein armer Widder. Hä? Ach nee, die Ausdauer ist... Warum ist denn die... Nee, ich suche irgendwie. Gab's nicht. So. Warum war denn die Ausdauer weg? Sieht der Buff so viel, dass die Ausdauer so schnell davon weggegangen ist.
Hallo, warum schießt du auf mich? Das kann doch nicht sein, ey. Ja, jetzt sieht das Pad. Irgendwas stimmt nicht. Okay, ich muss mir das später mal angucken, weil es kann ja nicht sein, dass wenn das Pad getroffen wird, dass es Energie verliert und dadurch nicht mehr beschworen wird. Das muss falsch sein. Ich meine, dass es Energie verliert, weil es ja den Buff wirkt die ganze Zeit, ist klar, wenn nicht. Dass es Energie verliert, weil es angeschossen wird und deshalb denn zurückgerufen wird. Hier beschwören die Reittiere? Nee. Nicht das. Hör's auf. Das ist ja fies. Nimm es. Merkwürdig. Verstehe ich jetzt nicht, warum es so viel Ausdauer bzw. warum es so viel Energie verliert. Ja, los, kommt her. Okay, die verlieren anscheinend nur Geld. Er trifft oder so nichts, er ist 10 Level drunter. Muss ich das so machen? Oh nee.
Okay. Sollen wir den schwarzen Magier Niba besiegen? Plus Gesellen. Kann man mal schauen. Das ist doch auch Magier, ne? Bäh. Komm mal ran. Natürlich geht es nicht. Was soll das? Das kann ich gar nicht leiden. Ins Gesicht. Oh, der 2,5 Gold, nicht schlecht. Es gibt hier noch ein Großschwert und ein paar Schulterplatten. Hey, grüßt du mich an, Junge? Was ist das? Okay, da vorne ist noch eine Markierung. Was gibt's da? Ach, da gibt's das Skelett nochmal. Aber jetzt war ich doch nicht auf der anderen Seite. Und er kommt jetzt. Du kommst ja nicht vorbei. Geh zurück und mach einen anderen Schalter an. Das wäre natürlich möglich. Joa. Tag, 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 die Herren. Wartet mal kurz. Kommt ihr alle, wenn ich jetzt einen pull? Nicht so viele, danke. Ist mir echt nachgelaufen, du scheiß Magier, ey. Gibt's doch nicht. So, Schaf, wie möchtest du jetzt wieder? Ich geb dir auch volle Energie. Nichts tun. Jetzt verliert er, wenn nichts an Energie, oder? Was soll das? Hat euch nichts getan, ey. Er ist schon wieder tot. Beziehungsweise seine Energie ist weg. Seine Ausdauer wieder weg ist, dann ist es verbuggt. Ja. Okay, wenn er gehittet wird,
wird seine Energieausdauer reduziert und dann wird automatisch weggerufen. Das muss ein Bug sein. Ach, so ein Mist. Von diesen großen Skeletttypen. Und dass der hier die Schnauze hält. Och nein! Das reicht's mir. Drecksmagier. Im Prinzip ist jetzt der Hauptboss. Ich will aber eigentlich noch nichts triggern. Komme ich jetzt hier vorne noch wieder raus, damit ich den anderen Schalter anmachen kann und nach unten den Weg gehen kann. Okay. Eigentlich muss ich noch nach unten. Zwei so eine größeren Skelettwächter-Typen machen, aber ich konnte jetzt nur den Einschalter umlegen, der hier nach oben ging. Oder konnte man sich einen aussuchen, einen Weg, einmal oben, einmal unten. Dann muss ich später nochmal solo reingehen, kann man ja glaube ich ein paar Mal. Aber wir gehen jetzt direkt zum Boss, hoffe ich. Ich hoffe, dass ich da jetzt hinkomme. Ja, will ich da jetzt hin? Look who it is. Nobody. Okay, Alter, hat der den Hut von Harry Potter auf? Den entsprechenden magischen Hut? Das sah eben so ein bisschen komisch aus. Alter, das ist Jay-Z. Lol. Ich habe Jay-Z besiegt. Ja, toll, der gibt nur einen Gold 80. Was gibt's denn hier noch? Wilde Stiefel, Waldläufe exklusiv. Und ein Helm. Molchner exklusiv. Okay. Das war's jetzt. Okay, jetzt fehlen die zwei Skelett-Typis, aber. Ist jetzt nicht so
wild, wie gesagt, ich kann noch mal rein. So, mache ich das jetzt gleich mit ihm nochmal rein? Aber wie weit muss ich denn laufen, damit ich die jetzt bekomme? Einer kam direkt vor der Tür zum ersten Raum, wo man fliegen kann. Und der andere erst nach dem... ein Boss-Mädel. Ne, mache ich offscreen die zwei da umhauen. They were using ruinous magic. Please help us. Das habe ich mir eben halt. Ach nee, die geht, die Main Story geht da weiter mit. Ja, okay, von der Zeit hier kommt es hin. Ich gib nur noch ein Stück weg von der Dungeon, sonst komme ich nicht aufs Reittier. Ich fliege erstmal hoch, die Quest hatte ich nämlich fertig gemacht. Gib die ab. What? The treasure must be nearby. What? The treasure must be nearby. Okay, dann fliegen wir schon mal in Richtung der Hauptstory. Und da kann ich dann auch gleich... Wie hat man hier die Hauptstory? Du hast die dann nachher. All bark and no bite. Oder kann ich die? Land. Griffins are fierce. You must be fierce. Ja, okay, einfach nur. Dann zum nächsten Mal holen wir uns einen Greifen. Dann würde ich sagen, ciao Leute.